Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute in der dritten Episode über Plugins unterhalten. Plugins für WordPress. Nicht irgendwelche Plugins. Es gibt tausende von Plugins in den großen Datenbanken, die ich euch gleich zeigen werde. Aber wir wollen uns im Speziellen die angucken, die für den Bildungsbereich nützlich sind. Und da habe ich eine ganze Reihe von Plugins in den letzten Jahren getestet und mir angeschaut und für gut befunden oder auch nicht so gut befunden. Ich zeige euch jetzt vor allen Dingen die, die es sich lohnen würde, nochmal genauer anzuschauen. Und ich werde ein richtig guter YouTuber noch. Und ich habe als nächstes, verweist man ja immer auf die Beschreibung. Ich möchte diesmal auch unter diesem YouTube-Video auf die Beschreibung verweisen, die die ganzen Links enthalten wird rund um die Plugins, die ich jetzt gleich vorstelle. Dann könnt ihr das in Ruhe nochmal nachklicken und bei euch im Blog auch ausprobieren. Ich werde jetzt euch mal zeigen, wie das Blog im Moment aussieht. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben am letzten Mal dieses WordPress installiert. Ich habe das danach nochmal neu installiert, weil ich natürlich jede Menge Passwörter in dem YouTube-Video bekannt gegeben habe und ich es auf keinen Fall irgendwie euch leicht machen wollte, euch Zugriff auf dieses WordPress zu verschaffen. WordPresse insgesamt stehen sowieso in dem Ruf, dass sie relativ einfach aufzumachen sind, also relativ einfach zu knacken sind, was einfach daran liegt, dass es relativ viele Menschen gibt, die entsprechende Sicherheitslücken erst viel, viel später stopfen. Wir haben gerade gehört, 63% aller Webseiten sind offensichtlich mit WordPress gefertigt und das ist so ein bisschen wie dieser Windows-Effekt. Da macht es halt ganz, ganz viel Sinn, diese Sicherheitslücken einfach auszuprobieren. Eventuell findet man ein WordPress, das eben nicht abgedatet wurde und dann kann man die relativ schnell ausnutzen. So, also das ist unser WordPress. Und WordPress, das hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt, ich wiederhole das noch einmal kurz, besteht aus dem Frontend, das ist das, was die Internetnutzenden sehen, und aus einem Backend, das ist das, was nur die Admins sehen, also diejenigen, die das WordPress irgendwann vielleicht mal installiert haben und die dieses WordPress betreiben. Und ich möchte, ihr seht hier am Rand ist diese Navigation, mit der man dann Dinge beeinflussen kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel ein anderes Theme aktivieren. Theme ist sozusagen das Aussehen, das Design der Webseite. Wenn ich jetzt hier auf Aktivieren drücke und hier im Frontend einfach mal schaue, wenn ich die Seite neu lade, wie die jetzt aussieht, dann seht ihr, okay, ist jetzt eine ganz andere Seite, ganz anderer Hintergrund, das Menü ist verschwunden und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man über das Theme einstellt. Damit möchte ich mich aber heute gar nicht im Detail befassen. Im Detail befassen möchte ich mich heute mit den sogenannten Plugins. Da habe ich schon ein paar gelöscht und ein paar neu installiert und möchte gleich auch mit euch weitere installieren. Wir fangen mal ganz oben an. Da steht dieses Akismet Anti-Spam. Das ist im Prinzip ein Plugin, aus einer Familie von Plugins, die jedes WordPress enthalten sollte, nämlich Schutz vor Spam-Kommentaren. Jede Menge Leute werden versuchen, in eurem Blog in die Kommentare ihre Links zu hinterlassen, weil letztendlich Backlinks von Google als besonders hoch eingeschätzt werden. Und wenn man sich über solche Kommentare, die automatisiert eventuell beschaffen könnte, dann könnt ihr euch vorstellen, dass solche Kommentarspalten von Bots überrannt werden, die diese Links dort in die Kommentarspalten schreiben, versuchen zu schreiben. Und die kann man relativ schnell rausfiltern, genauso wie man das bei Mails auch kann. Und da gibt es unterschiedliche Plugins für. Akismet ist sozusagen vorinstalliert und ehrlich gesagt nicht so richtig gut zu empfehlen, weil die einen relativ schlechten Ruf haben. Angeblich fischen sie im Hintergrund auch noch eine ganze Reihe von anderen Daten ab, die so über dieses WordPress laufen. Also dieses Plugin, das werden wir jetzt als allererstes mal löschen.
Und als nächstes werden wir nach Plugins suchen. Dafür gibt es hier diesen Installieren-Knopf. Damit Plugins, um das kurz zu erklären, sind praktisch Erweiterungen, mit denen ihr die Funktionalität eures WordPresses, eures Blogs erweitern könnt. Und solche Erweiterungen ist zum Beispiel diese Spam-Erkennung bei Kommentaren. Und da gibt es ein Programm, das heißt Anti-Spam-Bee. Das benutze ich ehrlich gesagt sehr gerne. Und da finden wir es auch schon. Hier können wir praktisch in allen Plugins suchen, die in der großen, weiten WordPress-Datenbank stehen. Die sind nicht Teil unseres WordPresses. Also die stehen sozusagen im Internet. Wir greifen also jetzt auf das große, weite Internet zu und installieren uns jetzt sozusagen aus dieser gigantischen Sammlung einige Plugins in unserem eigenen WordPress. Das heißt, da wird sozusagen am Ende auch der Code und die Dateien auf unseren Webserver bewegt. In dem Augenblick, wo wir nämlich auf Installieren drücken. Das habe ich jetzt mal getan. Ihr seht 600 aktive Installationen. Hier gibt es einen zweiten Vermerk, nämlich letzte Aktualisierung vor 2 Wochen. Das ist immer ganz okay. Ich würde sagen, alles, was im Laufe dieses letzten Jahres passiert ist, ist ganz okay. Alle Plugins, die älter als 1 Jahr, 2 oder auch 3 Jahre alt sind, da sollte man ehrlich gesagt entweder genau hingucken oder die Finger von lassen. Anti-Spam-Bee ist also jetzt installiert und jetzt kann ich jetzt als nächstes kann ich das direkt hier aktivieren. Das kann ich entweder hier tun oder ich gehe nochmal hier in meinem WordPress auf die installierten Plugins. Da ist es nämlich jetzt auch drin und hier kann ich auch wieder auf den Aktivieren-Knopf drücken. Das machen wir jetzt mal und eigentlich hat sich jetzt gar nicht viel verändert. Das Problematische bei WordPress ist, dass die sich diese Plugins an unterschiedlichen Stellen in eurer Installation rein installieren. Jetzt bei diesem Anti-Spam-Bee ist das unter Einstellungen installiert worden. Manche Plugins werden hier auch unter Werkzeuge installiert. Und ganz viele andere, größere Plugins werden auch hier in diese Navigation mit eingetragen und haben dann hier einen eigenen Administrationsmenüpunkt. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier in diese, Einstellungen Anti-Spam-Bee. Und wir sehen, dass wir jede Menge Zeug einstellen können. Wir können uns zum Beispiel bei Spam per E-Mail benachrichtigen lassen. Das ist allerdings keine gute Idee, weil dann läuft innerhalb kürzester Zeit euer E-Mail-Postfach voll. Ich mache das eher so, dass ich den vorhandenen Spam zum Beispiel nach, was weiß ich, irgendwie 5 Tagen lösche. Hier gibt es jede Menge anderer Einstellungen. In Wirklichkeit kommt das Ding grundsätzlich eigentlich mit ganz vernünftigen Einstellungen daher. Dazu gehört zum Beispiel, dass die genehmigten Kommentatoren, also wenn jemand in eurem Blog kommentiert, dann werdet ihr eine Mail-Benachrichtigung bekommen, in der Regel. Es sei denn, das wird von vornherein als Spam erkannt, dann natürlich nicht. Das habt ihr ja gerade angehakt. Aber bei einem Kommentar, wo das Programm Anti-Spam-Bee das jetzt nicht zuordnen kann, dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Mail und dann müsst ihr diesen Kommentar genehmigen oder ablehnen. Und wenn ihr seht, dass das ein echter Mensch ist und vielleicht auch sogar jemand, den ihr kennt, dann geht ihr auf den Genehmigen-Knopf und diese genehmigten Autoren, die werden dann automatisch immer durchgeleitet und genehmigt und werden auch gar nicht mehr als Spam erkannt. Und erkannten Spam markieren ist auch ganz gut und der wird dann eben nicht sofort gelöscht, sondern eher so ein bisschen aufbewahrt und dann wird er eben nach 5 Tagen erst gelöscht. Das gibt euch so ein bisschen so eine Karenzzeit, wo ihr nochmal gucken könnt, ob jemand in eurem, unter diese Anti-Spam-Regeln gefallen ist, der vielleicht falsch ist, also wo das falsch erkannt wurde. Anti-Spam-Bee ist aus meiner Sicht die erste Empfehlung. Und jetzt geht es eigentlich ein bisschen wild durcheinander. Entschuldigt, ich habe da jetzt eine alphabetische Sortierung mal vorgenommen. Und das nächste im Alphabet ist CommentPress. Das habe ich hier schon mal heruntergeladen. Das macht man genauso wie bei Anti-Spam-Bee. Und dann kann man das hier aktivieren.
das machen wir jetzt auch mal, weil wir wollen ja wissen, was ist eigentlich Comment Press? Comment Press klingt so ein bisschen danach, als würde es auch irgendwie was mit Kommentaren zu tun haben. Aber die Frage, aber bei diesem Plugin kann ich jetzt schon ankündigen, ist entscheidend, dass es etwas schon mit der Bildungswelt zu tun hat. Also, wir gucken uns das mal im Frontend an. Ich lade die Seite mal neu und ihr seht, dass die jetzt ein bisschen anders aussieht. Und ich bin jetzt gerade so groß eingestellt, dass der gerade die Ansicht hat für mobile Endgeräte. Ich schalte jetzt einmal kurz um, damit ihr auch seht, wie das bei unmobilen Endgeräten aussieht. Das sind halt alles responsive Designs, so heißt das. Das heißt, wenn ihr mit einem kleinen Display anschaut, dann bekommt ihr die Seite optimiert und anders dargestellt, als wenn ihr es mit einem großen Display anschaut. Das kann man genauso gut nachahmen, indem man dann eben auch Dinge größer oder kleiner macht. Das mache ich in dem Fall mit der Steuerung Minus- oder Plus-Taste für Windows oder für macOS mit Command, Minus und Plus. So, und da habe ich mal einen Blog-Kommentar rüber kopiert aus meinem Blog. Und was ihr jetzt hier seht, ist, dass ihr nicht nur wie bei einem normalen Blog unten kommentieren könnt. Das wäre dann hier ein Kommentar auf das ganze Beitrag, also der sich auf den gesamten Beitrag bezieht, sondern ihr könnt auch kommentieren an einzelnen Absätzen. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel hier dran schreiben, den Absatz verstehe ich nicht. Oder gern genommen im Deutschunterricht, ich beziehe mich jetzt mal vielleicht auf diesen Absatz, schau noch mal auf die Zeichensetzung. Und diese Kommentare kann man dann immer einzeln abschicken und ihr seht, dass sie dann sozusagen an die einzelnen Absätze geheftet werden. Dafür muss man allerdings vorher mit den Schülerinnen oder mit den Teilnehmenden klären, dass die auch Absätze machen. Wenn die sozusagen ihren Text in einem durchschreiben, dann funktioniert der ganze Spaß mit Comment Press nicht mehr. Aber genau dieses Plugin ist dafür gedacht, dass man so ein wenig textbezogen auch Ratschläge geben kann. Und man kann jetzt wirklich nicht da rein annotieren, sondern es ist geradezu dazu gedacht, dass man hier vielleicht sogar auch ermutigend auf die Textentwürfe der Schülerinnen und Schüler oder auch der Teilnehmenden Einfluss nimmt. Das macht Comment Press. Wir können uns im Backend mal eben schnell angucken. Comment Press hat wieder unter Einstellungen einen Eintrag vorgenommen, der heißt Comment Press Kern. Wenn wir da drauf drücken, dann können wir jetzt sagen, für welche Inhaltstypen in WordPress wollen wir denn diese Form der Kommentierung haben. Also wir können das für Seiten und auch für Medien einrichten. Ich habe das jetzt mal nur für Beiträge angeklickt. Ihr könnt dort zum Beispiel auch eintragen, also dieses Inhaltsverzeichnis, was ihr hier seht, Inhaltsverzeichnis, welche Beiträge das enthalten soll. In meinem Fall habe ich das auf Beiträge eingestellt, damit ich sozusagen diese Seite, also damit ich die zu behandelnden Texte relativ schnell finde. Da gibt es eine ganze Reihe von Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Vielleicht ist das ein Plugin, das für euch interessant ist, für euren Unterricht, für den Deutschunterricht, für den Politik oder auch für gesellschaftspolitische Themen. Könnte das interessant sein. So, wir machen weiter mit dem nächsten Blog. In dem Fall geht es um Datenschutz und Datensicherheit. Als vor einigen Jahren die DSGVO in Kraft trat, gab es eine ganze Reihe an Vorgaben. Unter anderem ist das jetzt zum Beispiel so, dass man auf jeder Seite diesen Cookie-Vermerk braucht. Den gibt es auch für WordPress. Da habe ich dummerweise, fällt mir jetzt gerade auf, keinen Vorschlag für euch vorgelegt. Aber wir können das vielleicht einmal kurz zusammensuchen. Also wir geben hier einen Cookie, um das vielleicht irgendwie gemeinsam zu finden. Und da finden wir auch sofort ein Plugin, das hat 900.000 aktive Installationen, ist vor einer Woche erst aktualisiert worden. Es gibt sehr, sehr viele positive Kommentare. Das installieren wir uns jetzt einfach mal. Und
Dann gucken wir jetzt, dann aktivieren wir das auch direkt und dann gucken wir mal, wo sich das findet. So ist der ganze Web-Talk ja hier angelegt, Operationen am offenen Herzen. Wir gucken mal. In dem Fall seht ihr, das ist ein eigener Eintrag geworden. Und dieser Eintrag, da lassen sich jetzt hier verschiedene Dinge einstellen. Cookie-Liste, die man dort offensichtlich einrichten kann. Hier kann man diesen Richtliniengenerator einstellen. Man kann das offensichtlich auch alles nochmal ein bisschen eindeutschen. Ich gucke mal, ob irgendwas passiert, wenn ich hier in meinem Blog unterwegs bin. Oh ja, seht ihr? Hier ist jetzt dieser Cookie-Vermerk und ich muss jetzt erst auf Accept drücken. Damit muss ich sozusagen die Cookies genehmigen. Ich kann mir wahrscheinlich, jetzt geht das natürlich nicht mehr, die Cookies auch anzeigen lassen, aber zu spät. Der Richtliniengenerator. Dann gibt es ein weiteres Plugin, was ich euch in dem Bereich empfehlen möchte. Damit kann man die Google Fonts deaktivieren. Das Unangenehme an Google ist, dass sie einen Großteil der Browser-Schriftarten hosten und ausliefern. Und darüber werden letztendlich auch Benutzerdaten mal ausgeliefert. Und wer verhindern will, dass Google Fonts Schriftarten benutzt werden, der kann dieses Plugin hier nutzen, Disable and Remove Google Fonts. Hat nicht so viele aktive Installationen, wird offensichtlich auch nicht von so vielen Menschen genutzt. Aber gerade wenn ihr das jetzt so im Bildungsbereich einsetzt, da legt man ja manchmal noch ein Schüppchen drauf beim Datenschutz. Und dann kann man hier auf jeden Fall die ganzen Google-Schriftarten entfernen. Ich aktiviere jetzt auch mal dieses Plugin und wir gucken mal, ob das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Schriftart. Nö, scheint nicht so zu sein. Hängt auch immer so ein bisschen vom Design ab, was man benutzt. Als nächstes möchte ich euch ein Sicherheits-Plugin empfehlen. Das heißt iThemes Security. Das nutze ich vornehmlich für meine WordPress-Installationen. Ihr seht, zuletzt aktualisiert vor einem Monat, hat relativ viele aktive Installationen. Wir klicken auch hier mal auf Installieren und Aktivieren. Und iThemes schützt euch so ein wenig vor Angriffen von außen. Man muss sich so ein bisschen darüber im Klaren sein, dass euer WordPress, wenn das da einmal in der Welt ist, relativ vielen Angriffen ausgesetzt ist, die man in der Regel nicht sieht. iThemes Security kümmert sich so ein bisschen darum, die abzuwehren. Ihr seht, es gibt jetzt hier einen weiteren Menüpunkt, der heißt Sicherheit. Wenn wir da drauf drücken, werden wir auch sofort eingeladen, eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Da geht es vor allen Dingen um dauerhafte Benutzeraussperrung. Je nachdem, wie lange und wie aktiv ihr euer WordPress benutzt, müsst ihr einfach damit rechnen, dass irgendwann Bots anfangen, automatisiert Anmeldungen nachzuvollziehen. Und wenn, ich hatte das glaube ich schon in der WordPress-Installation gesagt, wenn ihr zum Beispiel den Benutzernamen Admin verwendet, dann wissen die Bots in der Regel, dass sehr, sehr, sehr viele Installationen mit dem Benutzernamen Admin beginnen. Da muss man da schon nicht mehr rumraten und da muss man im Prinzip nur noch das Passwort rausfinden. Und das nennt man Brute Force-Attacken. Also da werden sozusagen innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, innerhalb von einer Sekunde, werden Tausende von Passwörtern einmal durchprobiert. Und um sich davor zu schützen, das merkt sozusagen iThemes und würde sofort solche IPs sperren. Dann kommen die sofort irgendwie mit einer neuen IP um die Ecke. Ich habe durchaus Blogs, bei denen ich eine Benachrichtigung von iThemes eingerichtet habe und würde ich sagen, 5-6 Mal am Tag irgendwelche IP-Sperrungen erlebe. Wir gehen also auf Secure Site und jetzt wird es halt alles abgesichert. Wir haben hier eine SSL-Verschlüsselung.
Wir können also jetzt hier auf Fließen gehen und jetzt ist schon ein Großteil der Arbeit getan. Im Hintergrund hat dieses Programm eine sogenannte htaccess-Datei auf unserem Webserver abgelegt. Und in dieser htaccess-Datei stehen im Prinzip ganz, ganz viele wichtige Vermerke, die sozusagen für die Kommunikation zwischen unserer Webseite und dem Webserver, der die Webseiten dann ausliefert, vorgenommen werden müssen. Und hier an dieser Stelle ist für euch einfach wichtig, dass ihr mit einem solchen Plugin einen Großteil, sagen wir mal, der Bauchschmerzen, die man hat, wenn man so eine Webseite ins Internet stellt, mit einem sehr, sehr sagen wir mal, populären System wie WordPress, dass ihr da sozusagen ein Minimum an Schutz habt. Einen weiteren Schutz erlangt ihr dadurch, dass ihr seit WordPress 5.0 geht das, automatische Aktualisierungen aktiviert. Das würde ich euch in jedem Fall auch empfehlen. Da müsst ihr nicht ständig in eurem WordPress gucken, ob es für eure Plugins Updates gibt, sondern die werden, wenn ihr das aktiviert, automatisch installiert. Der Nachteil ist, es gibt manchmal Plugins, die werden nicht so rege aktualisiert. Und dann gibt es eine neue WordPress-Version, aber eure Plugins hinken so ein bisschen hinterher und dann kann das zum Beispiel zu Fehlermeldungen auf eurer Webseite führen, weil die dann abgedatet werden auf die neueste Version, aber noch nicht kompatibel sind mit der aktuellen WordPress-Version. Und um diese Probleme zu verhindern, auszuschließen, muss man das immer sehr, sehr gut überlegen, für welche Plugins man da gute und für welche man da schlechte Erfahrungen sammelt. Und da muss man im Zweifel auch mal ein bisschen nachsteuern und ein bisschen vorsichtiger hier das deaktivieren oder aktivieren. So, dann habe ich hier noch ein Video Privatsphären-Plugin für euch. Das bezieht sich auf WordPress, auf YouTube-Einbettungen. Wer ein YouTube-Video einbettet, der sorgt in der Regel direkt dafür, dass das dann auch installiert wird, dass das dann auch direkt abgespielt wird, Entschuldigung. Und das zu verhindern, könnt ihr sozusagen ein Plugin davor schalten, was dafür sorgt, dass man erst genehmigen muss, dass YouTube auf euch als Nutzende zugreifen darf. Ansonsten würde auf einer Webseite, wo so ein Plugin nicht installiert wird, automatisch auch direkt YouTube, weil die sozusagen ein eingebettetes Video haben, sich euer Nutzerverhalten mit anschauen. Das Video heißt, oder das Plugin heißt Video Embed Privacy. Hoffen wir, dass ich das jetzt sofort finde. Ansonsten habe ich hier auf jeden Fall einen Link in die Shownotes geschrieben. Dann schaut am besten nochmal selbst. Ich verlinke hier, das ist schon ein etwas älteres Plugin. Hier ist die dazugehörige Plugins-Seite. Ihr seht, das ist schon 3 Jahre alt, hat auch nicht so viele Installationen. Ich habe da bisher ganz positive Erfahrungen mitgemacht, aber vielleicht seht ihr das auch anders. So, dann geht es weiter mit einem Download-Manager. Download-Manager gehört häufig zu jeder guten Bildungsseite dazu. Nicht Monitor, sondern ich installiere ganz häufig den Manager. Da ist er, der WordPress Download Manager. Auch den installieren wir mal. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, auch noch ein bisschen rumzumessen, wie oft werden eure Sachen, die ihr da bereitstellt, heruntergeladen, Arbeitsblätter, keine Ahnung. Dieser Download Manager, das machen relativ viele Plugins mittlerweile, besteht einmal aus so einer Standardversion und dann gibt es eine ganze Reihe von Add-ons, für die kann man auch nochmal zusätzlich Geld bezahlen. Downloads heißt dann letztendlich die Einstellung hier bei euch im Admin-Menü und darüber könnt ihr dann über Neu hinzufügen, relativ schön und simpel, einmal den Download hinzufügen und zum anderen den hier auch ein bisschen beschreiben.
Ihr könnt auch mit zusätzlichen Icons arbeiten, die dann automatisiert, aber häufig auch schon erkannt werden. Das heißt, wenn ihr ein PDF hochladet, dann bekommt ihr direkt so ein PDF-Icon und so weiter. Das wäre das Download-Manager-Plugin. Dann gibt es das Easy Table of Contents-Plugin. Was macht dieses Plugin? Ihr kennt das vielleicht von Word mit längeren Überschriften oder längere Texte. Kann man, wenn man sich strikt daran hält, mit Überschriften zu arbeiten, sozusagen ein wenig besser strukturieren. Und was Easy Table of Contents macht, ist, es macht aus den Überschriften ein Inhaltsverzeichnis und stellt das praktisch über eure längeren Texte. Wir können uns das vielleicht mal hier in den Details angucken. Nee, können wir nicht. Das muss ich wahrscheinlich hier nochmal kurz einblenden. Meistens gibt es, wenn man hier auf weitere Details drückt, solche Ansichten. Und in diesen Ansichten gibt es manchmal unten auch Screenshots. Hier sind sie dort. Und mal kurz gucken. Nee, das sind nur Screenshots, mit denen ihr die Einstellungen einsehen könnt. Aber ich öffne mal kurz eine Wikipedia-Seite. Da kann man das ganz gut sehen, wie sowas funktioniert. Ich nehme jetzt mal hier den BAMF-Nationalpark. Solche Inhaltsverzeichnisse werden generiert aus diesen Überschriften. Und das könnt ihr bei eurem WordPress mit diesem Plugin auch tun. Ein weiteres Plugin, das ich euch vorstellen möchte, heißt Encyclopedia Pro. Das könnt ihr euch dann installieren, wenn ihr sagt, ich brauche sowas wie ein Glossar auf meiner Seite. Ich habe so viele Begriffe, fremde Begriffe, die ich benutze, und ich will sicher sein, dass diese Begriffe an einem Ort gesammelt werden. Das macht dieses Glossar-Plugin. Und ihr seht das an dieser Stelle, wie das dann aussieht. Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen größer hinkriege. Das heißt, es generiert von vornherein so ein schönes Verzeichnis. Und alle Inhalte, die ihr dort eingebt, werden dort auch schön übersichtlich dann erklärt. Und dann ist das so, immer wenn ihr in dem Text ein Wort benutzt, das in dem Glossar vorkommt, dann wird das automatisch in eurer WordPress-Seite verlinkt. Und zwar intern mit dem Glossar. Und dann kann man auch mit der Maus darüber fahren und dann wird einem direkt dieser Text darüber eingeblendet. Das ist diese Glossar-App habe ich relativ lange nachgesucht, weil ich genau diese Funktion gut fand, dass diese Worte verlinkt werden. Ein weiteres Plugin heißt Feed WordPress. Feed WordPress kann man dazu benutzen, um Inhalte aus anderen Blogs in den eigenen Blog als eigenen Beitrag hineinzukopieren. Ich hatte früher mal eine Webseite, die kann ich kurz mal eben zeigen, diese hier, bei der passiert genau das. Das ist eine sogenannte Multiblog-Installation. Und diese Multiblog-Installation, das ist eine dieser Seminarblogs, von denen ich hier jetzt auch aus der Erfahrung berichte. Diese Multiblog-Installation besteht sozusagen aus ganz, ganz vielen Blogs. Das kann man hier sehen. Aus ganz, ganz vielen Blogs. Und diese ganzen Blogs, einige davon, habe ich auf der Startseite über das Feed WordPress-Plugin. Sagen wir mal, habe ich die Inhalte über den RSS-Feed hier wieder reingezogen. So ein RSS-Feed kriegt man zum Beispiel daher, dass man an WordPress-Seiten hinten ein /feed schreibt. Also wenn ich zum Beispiel auf meinen Blog gehe und dahinter /feed schreibe, dann bekomme ich diese vollkommen unleserliche, aber für Maschinen sehr gut verarbeitbare Datei. Und diese Datei, die werden wir jetzt gleich mal unserem Feed WordPress mitgeben und dann gucken wir uns an, was passieren wird. Also,
Feed WordPress ist jetzt hier unter Syndication installiert worden. Ihr seht ja diese große Schwäche von WordPress. Das Ding heißt Feed WordPress und in unserem Navigationseintrag heißt das Ding plötzlich Syndication. Das ist natürlich irgendwie, also mehr Fehler kann man auf einmal eigentlich nicht machen. So, wir wollen jetzt ein neues Feed eingeben. Das machen wir jetzt hier auf dieser Seite. Mal eben kurz schauen, wo das genau geht. Feeds and Updates, eigentlich hier. Feed-Beiträge, mal eben kurz gucken. Ich muss das mal ein bisschen kleiner machen, sonst kann ich das häufig nicht gut sehen, wo das hin muss. Updated Posts. Dann gucken wir mal unter Posts. Nee, Syndicated Sites. Hier muss das hin. So, Syndicated Sites und Sites. Und wir geben jetzt unsere Feed-Datei da rein. From URL. Und geben jetzt sozusagen hier das Feed an. Drücken auf Add. Und jetzt sagt er, da sind auf jeden Fall Feeds. Wir sagen, dann abonniere die Feeds doch mal. Und jetzt aktualisieren wir diese Feeds. Und dann müssten eigentlich hier 10 neue Posts wurden synchronisiert. Und in unseren Beiträgen sehen wir jetzt diese ganzen Posts, die eigentlich aus meiner WordPress-Installation, aus meinem Blog kommen, nämlich hier. Da kommen die alle her und die sind jetzt einmal hierher kopiert worden, aber eben nicht irgendwie, sondern als Link. Wenn ich jetzt also, dafür würde ich jetzt gerade mal eben kurz das Design einmal ändern. Wenn ich jetzt also ein anderes Design wähle, nehmen wir nochmal meinetwegen dieses hier. Und ich gucke mir jetzt meine Seite erneut an. Dann sieht die so aus. Und da sind noch andere Einstellungen aktiv. Unter Einstellungen allgemein. Nein. Schreiben oder lesen. Ich vertue mich immer. Ist gerade als Homepage etwas Falsches eingerichtet. Wir wollen, dass alle Beiträge angezeigt werden. Ah, hier meine letzten Beiträge. So, ich drücke auf Speichern. Und jetzt haben wir wieder diese chronologische Blocksortierung. Und wenn ich jetzt die Webseite anschaue, dann sehen wir im Prinzip hier alle Beiträge, die ich gerade frisch über Feed WordPress reingezogen habe. Wenn ich da drauf drücke, dann komme ich allerdings, und das lässt sich über Feed WordPress einstellen, immer direkt zum Blog. Ihr könnt die aber auch im Ganzen kopieren. Ich sage aber auch gleich noch was zu dieser ganzen Rumkopiererei. Das geht nämlich nicht mit allem und jedem gut. Dafür möchte ich ganz gerne ein weiteres Plugin ins Spiel bringen. Das heißt Creative Commons Post Republisher. Das ist dieses Plugin. Wartet, ich installiere das einmal kurz. Creative Commons ist eine, sagen wir mal, sehr, also ist eine Lizenz, die es euch erlaubt, Inhalte von anderen Menschen angefertigt wiederzuverwenden. Und das ist natürlich bei sehr, sehr vielen Inhalten im Netz immer so eine Sache. Dann sagt man, okay, ist irgendwie ganz nett, kann ich wiederverwenden, aber warum sollte ich und wie sollte ich das tun? Ich zeige euch das einmal in meinem Blog, wie diese Wiederverwendung eigentlich funktioniert. Man geht also hier auf den ganzen Beitrag und dann gibt es hier unten dieses Republish. Das ist genau dieses Plugin, was ich gerade in meinem Testblog aktiviert habe. Und wenn ich da drauf drücke, dann öffnet sich im Prinzip der Quelltext zu meinem Blog. Und den kann ich jetzt kopieren, komplett kopieren, so wie ihr das seht. Und könnte den jetzt, weil es nämlich auch erlaubt ist, das will ich ja auch unbedingt, dass man das mit meinen Blogbeiträgen tut, dass man die kopiert, wenn man das will. Und dann kann man die praktisch hier unter Beiträge erstellen.
dort einfach reinkopieren. Seht ihr? Dann ist jetzt dieser ganze Beitrag dort drin. Was weiß ich. Selbst nicht kopierter Beitrag. Und dann kann ich den veröffentlichen. So. Und dieses Plugin, das könnt ihr praktisch mit diesem, also über dieses Creative Commons Ding selbst einrichten. Da findet ihr, ich glaube, das ist wiederum hier, genau, Creative Commons, da könnt ihr das alles einstellen. Was das dann tun soll, unter welcher Lizenz euer Blog stehen soll. Dazu gibt es aber letztendlich auch relativ viele andere Screencasts, die sich damit schon länger befasst haben. Aber im Zusammenhang mit diesem Feed WordPress Plugin machte das jetzt durchaus Sinn, sich anzuschauen. Dann möchte ich euch ein Plugin ans Herz legen, das heißt Formidable Forms. Formidable Forms, ich suche euch das mal eben im Plugins-Verzeichnis, ist dafür zuständig, dass ihr auf eurer Webseite Formulare anlegen könnt. Und das Einfachste wäre jetzt natürlich, dass man ein Formular anlegt zu eurem, ja, so eine Art Kontaktformular. Ich zeige euch mal andere Formen von Formularen, die man damit auch machen kann, die euch vielleicht auch auf ein paar Ideen bringen, was man mit solchen Formularen sonst noch so alles machen kann. Augenblick, muss ich gerade mal eben die Webseite hier rüberziehen. So. Das hier ist so ein Formular, was wir damit gebaut haben. Ups, ich mache es mal ein bisschen größer. Und ihr seht, hier habe ich praktisch eine Webseite gebaut, mit der man digitale Werkzeuge, in dem Fall für die gewerkschaftliche Bildung, sammeln kann. Und da habe ich im Prinzip so ein Formular gebaut, da kann man die Tools einreichen. Und dann habe ich umgekehrt, ist dieses Plugin Formidable auch dafür zuständig, die dann auszugeben. Also ihr könnt dann zum Beispiel auch sagen, ich möchte mir so eine Liste ausgeben lassen. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel für MindMeister hier den entsprechenden Eintrag anzeigen lassen. Oder ihr könnt euch, ich habe teilweise, wie ihr seht, zum Beispiel auch Bilder da drin. Man kann auch Bilder hochladen. Das macht alles sozusagen dieses Plugin. Das heißt, es eignet sich nicht nur dafür, um irgendeine Gästeliste zu betreuen, sondern ihr könnt damit auch, sagen wir mal, sowas wie Teilnehmerlisten machen. Ihr wollt irgendwie beispielsweise ein Barcamp organisieren und die Leute melden sich darüber an. Und wenn sie an einer bestimmten Stelle ein Häkchen setzen, dann stehen sie auch auf der Teilnehmerliste. Und das kann man mit diesem formidable Plugin alles automatisieren, sodass das dann alles sozusagen aus einer Hand auch direkt im WordPress sichtbar ist. Das ist Formidable Forms. Dann kommen wir um ein Plugin überhaupt nicht herum. Das ist natürlich H5P. H5P, da gibt es jede Menge Videos, die Oliver Tacke dazu ins Netz gestellt hat. Ein kleiner Querverweis und viele Grüße. Ihr könnt euch eine komplette H5P-Installation in euer WordPress ziehen und dort sozusagen innerhalb eures WordPresses auch H5P-Inhalte anlegen. Die liegen da nicht auf der auf dieser H5P-Seite, und sondern die liegen originär in eurem WordPress. Ein weiteres Plugin, was ich euch ans Herz legen will, ist Co-Authors Plus. Co-Authors Plus ist für alle interessant, die sagen, ich möchte beispielsweise im Unterricht von einer Schülergruppe Beiträge schreiben lassen für die Webseite. Und wir alle wissen, dass, sagen wir mal, Öffentlichkeit auch ein sehr emanzipierender und motivierendes Ding sein kann für Lernsituationen. Das ist nicht immer so, aber es kann unter Umständen dazu führen, dass sich Schülerinnen und Schüler auch wahnsinnig geehrt fühlen, wenn ihr Beitrag plötzlich auf der Schulwebseite zu lesen ist. Und damit man sozusagen mehr als einen Autor bei WordPress angeben kann, gibt es dieses wunderbare Plugin Co-Authors Plus. Und darüber kann man auch dafür sorgen, dass man in der Anzeige praktisch nicht nur einen Autor, sondern drei, vier oder auch mehr Autoren angeben kann.
Dann gibt es ein etwas größeres Plugin, das brauchen alle Leute, die ganz gerne, na, ich sag mal, sowas wie ein Schulradio machen wollen. Podcasts wäre, sagen wir mal, der Fachbegriff davon. Das ist das Podlove Podcast Publisher Plugin. Ich will das gar nicht installieren, sondern einmal kurz auf eine Installation verweisen, die sozusagen das Ergebnis eines solchen Plugins zeigt, nämlich dieses hier. Das ist einer meiner Podcasts und was dieses Plugin tut, ist euren Podcast veröffentlichen. Also ihr gebt diesem Plugin praktisch eine MP3-Datei und dann baut dieser wunderbare Player daraus im Prinzip diese Ansicht. Also ihr könnt jetzt noch mit so Kapitelmarken arbeiten und so weiter, aber insgesamt habt ihr hiermit die Möglichkeit, praktisch euren eigenen Podcast auf eurer eigenen Webseite ins Leben zu rufen. Dann gibt es ein Plugin, das so ein wenig dem eben von mir genannten Co-Authors-Plugin widerspricht. Nämlich, es mag ja auch die Situation geben, wo ihr sagt, naja, ich möchte ganz gerne, dass mein Blog eben nicht von der ganzen Welt gelesen wird, sondern ich mache ein Unterrichtsprojekt und da sollen die Schülerinnen und Schüler meinetwegen Blogbeiträge schreiben und ich möchte das auch einem gewissen Kreis von Leuten veröffentlichen, deswegen schreibe ich dazu Blogbeiträge, aber ich möchte das nicht ins große, weite Internet schieben. Und dafür kann man das Plugin Password Protected benutzen. Password Protected ist in der Lage, das ganze WordPress mit einem Passwort zu versehen, das man dann braucht, um den Beitrag zu lesen. Das ist aber auch in der Lage, einzelne Beiträge oder Kategorien in WordPress mit einem Passwort zu versehen. Und da kann man dann so ein bisschen im Anführungsstrichen im geschützten Raum Blogbeiträge schreiben. Eine große Schwäche von WordPress ist, dass man keine Tabellen anlegen kann. Dafür braucht man ein Plugin, damit das geht. Das Plugin, was wahnsinnig beliebt ist und was ich auch immer ganz gerne empfehle, ist TablePress. TablePress macht sozusagen aus eurem Blog, wie ihr seht, hier so Tabellen, die man dann auch an unterschiedlichen Stellen anzeigen lassen kann. Da wird mit solchen Shortcodes, wie das heißt, bei WordPress gearbeitet. Und dann legt man im Prinzip so eine Tabelle an und kann sich diese Tabelle an unterschiedlichen Stellen auf der Webseite anzeigen lassen. Das ist zum Beispiel irgendwie ganz gut, wenn man irgendwie so ein Verzeichnis hat mit allen Lehrern und ihren Mailadressen. Dann kann man sich das hier zum Beispiel sortieren lassen nach, wann haben die ihre Sprechzeiten oder so etwas. Das geht mit Tabellen sonst nicht unbedingt. Und hier kann man diese Tabellen aber sehr, sehr schön auch so einrichten, dass man die so ein bisschen so spaltenweise sortieren kann. TablePress. Dann auch für den Bildungsbereich gern genommen. Muss ich jetzt nochmal hier eben wieder kleiner machen. Gern genommen ist das Plugin WP Polls. Ihr möchtet ganz gerne irgendwie eine Umfrage machen. Eure Schule hat irgendwie einen Spendenlauf gemacht. Da sollen jetzt irgendwie Sachen angeschafft werden. Und da gibt es irgendwie, drei Möglichkeiten zur Auswahl. Und das sind so Dinge, die kann man super mit Polls, also mit solchen Umfragen erstellen. Auch hier blicken wir einmal kurz in die Screenshots, ob da irgendwas ist, was wir gut benutzen können. Genau. Hier, man kann diese Polls ganz gut in die Seitenleiste packen. Man kann dazu aber auch eigene Beiträge machen und es da einbetten und kann mit diesen Polls alles Mögliche abfragen. Man kann auch das so machen, dass man nach der Abfrage sofort irgendwie das augenblickliche Ergebnis anzeigen lassen kann und so weiter und so fort. Polls für die Schulwebseite oder auch Bildungswebseite. Ja, das war der kleine Parforce-Ritt durch Plugins für, also Erweiterung für WordPress in Bildungszusammenhängen. Wenn ihr, wie gesagt, die ganzen Plugins nachvollziehen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr unten in den Kommentaren dieses YouTube-Videos die entsprechenden Links nochmal nachvollzieht. Danke für eure Aufmerksamkeit.